Haben wir uns mittlerweile durchgehackt? Ja, fast. Jo. Dann können wir die Schafe nämlich rüberschicken. Und wir könnten theoretisch die Truppen jetzt vereinen. Akathos und Ajax sind noch nicht mit dem fehlende Stück eingetroffen. Sie beginnen mit zwei voneinander getrennten Lagern, können die Dörfer jedoch schon früh vereinen. Der Totenwagen des Osiris kann von Feinden erobert werden, sie können ihn jedoch zurückerobern, genau. Kavallerie der Ägypter, ja. Brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Ich schicke mal den anderen Totenwagen zur Amandra rüber. Und du reißt schön weiter die Mauern hier ein. So, Fischernetze für mehr Nahrung und Bergabbau verbessern, weil Gold ist das, was wir zurzeit am meisten brauchen. Also Gold und Nahrung. Holz haben wir wieder viel zu viel. Damit könnten wir theoretisch die Verbesserung erforschen, dass unsere Mauern und alles mehr aushalten. So, ihr repariert hier. Die Ziegen ziehen wir hier zusammen. Und du kommst da leider noch nicht durch. Okay. Ja, die müssen nur den kleinen Baum hier weghacken. Dann kommen wir hier schon durch. So. So, mehr Sichtweite. Das Gold hier ist abgebaut. Dann müssen wir das hier abbauen und dann müssen wir uns irgendwann zu den Goldminen hier vorne durchboxen. Oder Moment, wir besorgen uns jetzt erstmal auf eine andere Art und Weise Gold. Marktplatz. Und wir brauchen hier dringend Truppen. Weil Amandra alleine kriegt das nicht gebacken. Ein Held ist gefallen. Genau, schicken wir mal Kairon und seine Truppen da zur Hilfe. Aber hey, sie sind schon ziemlich geschlagen worden, die mittleren Schleuderkämpfer. So, jetzt haben wir einen Marktplatz. Das heißt, Infinite Gold Incoming. Wenn wir drei von denen losschicken. So. Der Turm ist eingerissen. Jetzt kannst du mit dem Tor hier weitermachen. Und ich ziehe am besten mal alle Truppen hier auf einer Seite zusammen. Hier scheinen sie nämlich nicht so oft durchbrechen zu wollen wie auf der anderen Seite. Was ich ausnutzen kann. Am besten doch zwei Goldsammler. Dass wir viel schneller an Gold kommen. Und ja, da geht schon unsere Karawane los. Sehr schön. Das heißt, die Katapulte können das hier einreißen. Und ich komme langsam mit den Truppen ein bisschen hinterher. Wie viele Häuser habe ich eigentlich bis jetzt? 4. Okay. Das heißt, neue Häuser bauen. Du baust hier noch einen Turm. Da müssen wir uns mal Gedanken um weitere Monumente hier hinten machen. Aber ja, Goldeinkommen haben wir schon mal sehr hohes jetzt. Und wir haben dich auf dieser Seite.
Jo. Damit ist die Mauer weg und der Feind hat keine Verteidigung. Nein, Verteidigung mehr, die uns behindern können. Oh. Oh, hallo, böse Armee. Das ist jetzt nicht so toll. Okay, böse Armee zieht ab. Die versucht sich aber nicht hier irgendwo durchzuquetschen, oder? Was versuchen die gerade? Das hier kann ich mal verbessern. Gut. Ah, sie versuchen es doch hier drüben. Okay. Alle Truppen wieder hierher. Ja, ich muss mich jetzt langsam darauf konzentrieren, meine Kaserne da ist zu verbessern. Und noch mehr Kasernen zu errichten vor allem. Am besten hier vorne. So. Nahrung kommt rein. Könnte ich sogar noch mal jetzt verbessern. Aber jetzt verbessere ich erstmal Dorfzentren. Gold kommt stetig rein. Sehr schön. Truppen wieder hinter die Mauer ziehen und hochheilen. Schwere Axtkämpfer und schwere Schleuderkämpfer wären mal nicht schlecht. Und bessere Kasernen. Wie viel habe ich hier beim Nahrungssammel? 3. Bin ich nochmal am besten 2 aus zum Nahrungssammeln. Hier oben können sie dann nachher noch mehr Holz sammeln. Oh, hier wäre auch immer noch Nahrung. Okay, das habe ich ganz übersehen. So, du hilfst jetzt erstmal noch 2 Monumente oder so hochzuziehen. Was können wir eigentlich hier erstellen? Also oben ist erhöht Geschwindigkeit mit der Monumentgunst erzeugen. Wäre eine Idee. Heilungsgeschwindigkeit vom Priestern erhöhen. Und Pharaonen können schneller wieder auferstehen. Ach, dann machen wir das ja auch gleich mal. Also ja, doch, es wird langsam. So, schwere Speerkämpfer könnten wir doch erforschen. Und die beiden Forschungen machen. Salzamphoren können wir nicht. Dafür haben wir zu wenig Nahrung. Oder die Gold gehabt. So. Noch ein Monument, dann dürfte das reichen. Genau, macht die Streitwegen kaputt. Und wir brauchen dringendst mehr Truppen. Wenn wir Nahrung halten. Das Gold hier wird nämlich auch nicht ewig heben und dann müssen wir irgendwann zu dem Gold hier vorstoßen. Oder dem Gold da drüben, wobei das Gold da drüben wahrscheinlich schwieriger zu erreichen sein wird. Aber wir können es versuchen. So, ihr beide errichtet hier einen Kornspeicher, dass wir die Nahrung auch noch sammeln können. Und ja, man merkt, der Gegner kommt mit immer mehr Einheiten auf uns zu. Eigentlich sollten wir jetzt hier am besten noch eine Migdol-Festung zur Unterstützung errichten. Und wir haben doch noch beide Jahre, sehr schön.
So, Migdol Festung, dass die schneller gebaut wird. Wo auch immer mein Arbeiter jetzt gerade hin verschwunden ist. So, ihr beide, ihr geht mal da rüber erkunden. Also ja, Goldzufuhr geht, Nahrungszufuhr haben wir auch gesichert. Bessere Angriffsstärke für Speerkämpfer, das ist nicht schlecht. Und da sollte ich wirklich mal 5 Stück ausbilden und nochmal 5 Schleuderkämpfer. Wenn die nämlich wieder mit Streitwegen ankommen, ist das keine so schöne Idee. So. Ihr wagt es jetzt mal hier außerhalb ein Lager zu errichten. In der Hoffnung, dass wir hier sicher sind. Komm, die Hyänen kommen weg. Und dann müssen wir irgendwann mal die Verteidigungslinie hier durchdringen. So, nochmal 2 Ziegen für uns. Sehr schön. Okay, die Verteidigungslinie ist auch recht dünn, weil Löcher in der Mauer sind. Okay. Und noch 2 Ziegen für uns. Also ja, Nahrung dürfte schneller reinkommen. Und hier geht's nicht durch. Also zurück. Einfach mal in der Hoffnung, dass der Gegner hier nicht durchprescht. Sonst müssen wir einfach die Goldsammler ersetzen. Wenn nicht, könnten wir auch einfach hier noch eine Mauer errichten. Oder hier. Na egal. Wir kriegen jetzt erstmal Truppen. Das ist auch sehr schön. Und ich sollte mal hier die Forschung weiter vorantreiben. Du hilfst mal dabei ein bisschen. Felder notfalls verbessern. Oder besser verbessern. Und vor allem den Goldabbau, weil die sind hier wirklich gerade sehr gefährlich. Und deswegen sollte ich, wenn sie sich schon opfern, sollte ich den Goldabbau maximieren hier. Am besten, dass sie ein bisschen geschützt sind. Arcanthos ist mit dem letzten Stück von Osiris eingetroffen. Rückt vor, wir müssen es bis zur Pyramide schaffen. Ja, Arcanthos kommt mit Truppen. Was sehr gut ist. Also mit einer kleinen Belagerungsstreitmacht. Das heißt, wir müssen ihm den Weg frei machen. Und hier ist eine Reliquie. Pegasus, der sich im Tempel aufstellt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und hier würde es sogar Gold geben. Ja, das heißt, ich schicke die beiden nachher Gold sammeln hier, dass wir noch schneller noch mehr Gold kriegen. Und ja, euch schicke ich mal da rein. Greg, Bayer.